Paragraph 5721. Durch das Daumen hochgeben auf ein Danny Burnage Video bestätigt der Mann seine Potenzfähigkeit. Was geht, Freunde? Mein Name lautet Danny Burnage und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und im Hintergrund seht ihr ein Gameplay, was ich erspielt habe. Das war mein erstes Sniper-Gameplay, glaube ich sogar. Ja, ich glaube, das wollte ich unbedingt hochladen. Dann habe ich das genommen. Habe ich auf der Xbox erspielt. Und ich spiele hier, ich glaube, in der L115 heißt die, glaube ich. Und die Map, die kenne ich gar nicht. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, diese Map ist einfach nur extrem offen. Und die ist einfach grandios für Sniper. Die ist so gut für Sniper. Also, wenn ihr snipen wollt, gönnt euch diese Map. Ganz einfach. Und ich habe erstmal eine kleine Ankündigung zu machen. Und zwar werde ich mir, wahrscheinlich, wenn ihr das Video hier schon seht, eine PS3 holen. Und ich weiß, die PS4 kommt raus. Und Danny, was sollst du dir jetzt noch eine PS3? Lohnt sich doch überhaupt gar nicht mehr. Aber ich will auf jeden Fall ein zum Snickers Ice Master machen. Das ist so, also sowas wie ein Road to Commander für die Leute, die ich nicht wissen, wo ich, ihr wisst alle, was ein Road to Commander ist, denke ich einfach mal. Und das wird bei mir halt zum Snickers Ice Master heißen, also ZSEM. Und das Ding ist einfach, damals habe ich mir eine Xbox 360 geholt, weil die meisten meiner Freunde es gespielt haben. Und deswegen habe ich einfach gesagt, okay, verkaufst du deine PS3, weil ich einfach kein Geld hatte für eine erneute Xbox 360. Das war noch, als ich allein gespielt habe und gar nicht auf YouTube aktiv war. Und meine Freunde hatten meistens immer eine Xbox, dann dachte ich mir, oh, okay, keiner hat eine PS3, also hole ich mir eine Xbox. Mittlerweile bereue ich es ein bisschen, obwohl ich bevorzuge doch eher schon den Xbox-Controller, aber halt irgendwie alle meine Freunde und YouTuber-Freunde haben einfach alle eine PS3. Ich weiß nicht, wieso, keine Ahnung. Wieso haben alle eine PS3? Ist es wegen den 5 Euro im Monat bei der Xbox? Ich weiß es nicht. Ich schätze einfach mal, die PS3 ist einfach beliebter hier in Deutschland. Und in der USA ist einfach die Xbox berühmter. Aber ist auch egal. Ich werde mir auf jeden Fall eine PS3 holen. Aber für die Leute, die jetzt denken, oh Danny, holst du jetzt keine PS4 mehr oder was? Doch, ich werde mir dann auch noch die PS4 und die Xbox One holen. Dann kann ich jeden von euch in der Lobby treffen. Also dann, wenn ihr mich seht, dann könnt ihr mich ja grüßen. Dann sehen wir uns ja demnächst, weil ich ja überall aktiv bin. Und ich könnte auch das Road to Commander auf dem PC machen. Allerdings denke ich mir irgendwie so ein bisschen, ach, ich weiß nicht, du bist eigentlich kein PC-Spieler, du magst es, PC zu spielen, lieben vielleicht nicht, aber du bist kein PC-Spieler, ganz einfach. Und ja, ganz genau, deswegen könnt ihr euch darauf gefasst machen, dass ich jetzt in allen Konsolen aktiv sein werde und immer mal da zocken werde, wahrscheinlich dann am öftesten auf der PS3 und PS4, weil die meisten es meiner Freunde haben. Ich glaube, ihr kennt es alle, ich meine, man wechselt immer zu der Konsole, die Freunde spielen. Ist ja meistens so. Und hier habe ich das mal extrem gefailt. Nein, doch nicht. Ich sagte, ich habe da extrem gefailt, aber ich weiß gar nicht, wieso hat er mich nicht gesehen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, was mir aufgefallen ist so, ich sehe ja das Gameplay da gesagt, deswegen gucke ich immer hin. Ich muss sagen, wenn ich in die Sniper reinzoome, das sieht extrem geil aus. So. Ich weiß, das Spiel gefällt auch vielen Leuten nicht, aber es macht mich irgendwie glücklich, das Spiel. Ich bin einfach ultra happy. Ich freue mich einfach. Ich könnte es den ganzen Tag durchzocken. Wenn ich keine Videos machen würde, würde ich es auch die ganze Zeit durchzocken. Erinnert mich an MW2. Es macht halt irgendwie süchtig, mich persönlich. Es ist bei jedem unterschiedlich, aber der Hype ist auf jeden Fall gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Ihr könnt mir eure Meinung mal sagen, die würde mich auch interessieren. Was hält ihr von dem Spiel? Bevorzugt ihr lieber Battlefield 4 oder seid ihr eher so der Call of Duty-Spieler genauso wie ich? Obwohl ich eigentlich auch Battlefield mag, muss ich sagen. Und ich werde auf jeden Fall beides zocken. Also da wird auf jeden Fall beides dann kommen. Und und zum, ja, genau, ganz genau, da mache ich noch zum Snickers Ice Master mit ein paar Freunden, wie zum Beispiel Solution, frage ich nochmal, vielleicht kann ich nochmal den Tesco fragen und dann kann ich, ja, den Giorgio natürlich auch noch, der Nico von Inscope 21 wird sich vielleicht auch noch er wird sich keine Konsolen holen. Und noch was zum Spiel, und zwar, was mir extrem aufgefallen ist und was mich nervt, ich meine, ich habe dieses Spiel gehypt, aber trotzdem muss ich ja irgendwie auch objektiv bleiben und sagen, okay, das gefällt mir nicht, das gefällt mir besser und das nicht. Und zwar, was mir gar nicht gefällt, ist einfach so, dass man irgendwie zu schnell stirbt. Ich meine, ich könnte, ganz ehrlich, es würde mich nicht stören, wenn die Gegner auch irgendwie 1 bis 2 Kugeln mehr bräuchten, um zu sterben. Aber man selber stirbt ja auch schneller und irgendwie kotzt es einen an. Also wäre ziemlich geil, wenn sie das patchen würden. Also wenn ihr das seht, dann könnt ihr das Video verbreiten, damit die Entwickler das sehen. Weil es nervt einfach. Es nervt extrem immer, dass man immer so schnell stirbt. Das ist einfach so, als würde man Hardcore spielen. Wenn ich schnell sterben will, spiele ich Hardcore. Ganz einfach und nicht sowas. Ganz genau. Und was gibt's noch? Genau, noch eine Sache, die hat noch niemand erwähnt. Was mich ziemlich gewundert hat. Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass wenn ihr mit zum Beispiel, sagen wir mal, The Vector spielt und ihr wollt mit The Vector spielen und ihr nehmt einen Schalldämpferaufsatz
dann komischerweise ändert sich der Ton der Vektor gar nicht. Also der klingt genau gleich. Keine Ahnung wieso, aber eigentlich ist es doch so, dass wenn man den Schalldämpfer nimmt, dass man kaum Sound mehr hört. Ich weiß nicht wieso, aber hier klingt die Vektor genau gleich. Es ist so eine Kleinigkeit, aber irgendwie, keine Ahnung, ist diese Abwechslung nicht mehr da. Wenn ich einen Aufsatz nehme, dann will ich verdammt nochmal, dass es sich anders anhört. So. Ich weiß zwar nicht, wie ihr das seht, aber das ist meine Meinung so dazu. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das Sniper-Gameplay geht. Aber ich glaube, das war wirklich eins der ersten. Und wie gesagt, schaut euch mal diesen Zoom an. Schaut euch mal diesen Zoom an. Ich glaube, das gab es noch nie in einem Call of Duty. So ein geiler Zoom aber auch. Und die Pistolen in diesem Spiel. Ich war noch nie so der Fan von Pistolen. Ich weiß gar nicht, was die Leute immer so an Pistolen haben. Wahrscheinlich, weil die Pistole in hier, wie heißt es, Call of Duty 4 so geil war, diese Desert Eagle, die war ja natürlich bombastisch, aber irgendwie die Pistolen hier, keine Ahnung, gefallen mir jetzt nicht so. Und snipen tue ich jetzt auch nicht so oft. Und das Spiel ist vorbei, oh mein Gott. Kleiner Spaß. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, dafür bleibt ihr dieses Video, schreibt in die Kommentare, was haltet ihr von dem Spiel, hatet ihr es auch so wie die gesamte Menge, ist das Spiel so schlecht für euch oder wie auch immer. Übrigens, ich freue mich, euch einfach jeden zu sehen. Und ganz genau, schreibt in die Kommentare und so weiter und so fort. Abonniert meinen Kanal jetzt für besseren Sex. Und dann sage ich nur noch 3, 2, 1. Tschüss!